City-Offensive gestartet. In Cottbus lief heute die Brandenburger Innenstadtkonferenz. Dabei ging es in Vorträgen und Diskussionen um die Vernetzung von Kommunen und Händlern. Verschiedene Experten haben über die Belebung von Innenstädten gesprochen. Die Brandenburger Industrie- und Handelskammern haben die Veranstaltung organisiert. Gleichzeitig fiel der Startschuss für den Innenstadtwettbewerb. Dabei werden kreative Ideen gesucht, um Innenstädte zu beleben. Wettbewerbsbeiträge können bis Ende August bei der IHK Cottbus eingereicht werden. Acker sollen blühen. Das Land Brandenburg fördert jetzt Landwirte, die Blühstreifen auf ihren Feldern anpflanzen. Der Fördersatz beträgt 700 Euro pro Hektar. Die Blühstreifen sollen Wildtieren und nützlichen Insekten Schutz bieten. Das Land will dafür jährlich 6 Millionen Euro Fördermittel bereitstellen. Landwirte können ab dem 1. Januar 2020 Blühstreifen für mindestens 5 Jahre anlegen. Auf allen Flächen ist der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln verboten. Nächste Diskussionsrunde. Die Cottbuser Bürgerdialoge gehen weiter. Nächsten Dienstag geht es um das große Thema Strukturwandel. Das Sofortprogramm der Bundesregierung soll weiter diskutiert werden. Mit dabei sind zum Beispiel der Lausitz-Beauftragte Klaus Freitag, BDU-Präsidentin Christiane Hipp und Oberbürgermeister Holger Kelch. Anschließend gibt es eine offene Fragerunde für alle Cottbusser. Der Bürgerdialog beginnt am Dienstag um 18:30 Uhr im Stadthaus.